Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben heute Dienstag und mein kleiner Bruder Kurt hat Geburtstag. Er ist einfach schon drei, Leute. Es ist so krank. Ich habe hier auch ein Geschenk. Das schenke ich mit Loic zusammen. Das ist so ein... Ach, der Kurt, der ist voll auf seinem Traktor und Kran-Trip. Also so alles, was mit Baustelle zu tun hat, das liebt er. Er hat auch schon richtig viele Sachen. Aber das ist so das Einzige, was ihn richtig, richtig glücklich macht. Deswegen haben wir ihm so ein... Traktor mit Anhänger, oder besser gesagt, ich habe einen gekauft und ich schenke das mit Loic zusammen. Und er liebt das ja, in so Anhänger irgendwas reinzulegen und dann rumzufahren. Deswegen haben wir hier so ein kleines Ding. Ich werde euch auch versuchen, die Reaction zu filmen. Ich zeige ja nicht das Gesicht von Kurt. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwer, alles zu zeigen. Aber Leute, Kurt ist so groß geworden mittlerweile. Es ist wirklich so krank, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, auf jeden Fall warte ich hier gerade noch. Ich hatte heute voll den... Was heißt stressigen Tag? Es war einfach so, ich bin ja ab morgen in Amsterdam und es müssen Videos online gehen am Donnerstag. Da bin ich noch in Amsterdam, beziehungsweise auf dem Rückflug, sagen wir es mal so. Das heißt, sie müssen heute fertig sein, aber ich habe noch keine Rückmeldung und irgendwie alles hat nicht so richtig funktioniert. Dann, keine Ahnung, habe ich wieder so einen Kack geträumt. Ich weiß nicht, es ist wirklich so geisteskrank. Ich hatte das in meinem Leben noch nie, aber ich träume nur von meinem Ex-Freund. Die ganze Zeit, durchgehend. Egal was, ich träume irgendeine Scheiße über Thailand, über keine Ahnung. Wir haben jetzt schon länger gar keinen Kontakt. Was auch besser so ist, weil generell hin und her schreiben noch nach einer Trennung ist so dumm. Das raubt immer nur einer Person übertrieben die Kraft, weil, keine Ahnung, das ist einfach voll unnötig. Auf jeden Fall belastet mich das halt gerade voll extrem. Ich habe mir Domino's Pizzabrötchen geholt und die esse ich jetzt, weil ich noch nichts gegessen habe heute, weil es einfach irgendwie alles voll stressig und scheiße war und ich schlafe so wenig und so schlecht und dann schlafe ich so lange, deswegen ich freue mich voll auf die nächste Zeit, so ich mache voll viel, aber es wird irgendwie nicht besser und das fuckt so ab, Leute. Morgen früh um 6:30 geht es Richtung Frankfurt Flughafen. Ich bin richtig gespannt auf die zwei Tage. Ich bin da nämlich wegen Apple. Alles andere werdet ihr aber im Laufe der Zeit noch sehen, weil ich ein bisschen mehr darüber erzählen möchte, was das für einen Grund alles hat und wieso ich da bin und was ich euch halt zeigen möchte. Aber das kommt dann morgen. Heute bin ich nur noch bei meinem kleinen Bruder. Heute Abend sage ich Emily tschüss. Die Emily fliegt wieder nach Thailand und man weiß nicht, wie lange sie weg ist. Och Leute, das ist so unpassend gerade. Mir geht es richtig schlecht und dass es halt genau jetzt passieren muss, dass sie nochmal wegfliegt, das passt mir wirklich gar nicht. Ich meine, ich würde niemals was sagen, Leute. So, die soll ihren Traum leben und das machen, worauf sie Bock hat, aber es passt gerade nicht. Ich weiß, dass viele mich auch als positive Person einschätzen oder sehen und das bin ich zu 100%. Ich bin wirklich eine Person, die sehr, sehr schnell oder die in allem so das Gute sieht, immer sehr glücklich ist und so weiter. Aber das ist so das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich habe auf gar nichts Bock. Ich bin so richtig lustlos und das hatte ich wirklich noch nie. Also ich hatte ja auch schon zwei Trennungen, aber das waren nie Trennungen in dem Sinne. Das erste war zwar eine lange Beziehung, aber das war für mich nicht so eine Trennung irgendwie. Es hat einfach nicht mehr gepasst. Und das zweite war für mich eine Erlösung. Und da, ich glaube, da können alle ein Lied von singen, wie das sich dann anfühlt nach einer Trennung. Das ist was ganz anderes. Aber wenn man wirklich verletzt ist von der Trennung, weil es irgendwie alles nicht so Sinn ergibt in meinem Kopf und es nicht so hätte ablaufen sollen, das ist so hart. Ich hoffe, dass es bald vorübergeht, weil das dauert mir hier schon ein bisschen zu lange. Das machst du gleich auch, oder? Ja. Ja. Schön. Wow. Gefällt dir das? Ja. Ich heb dich mal hoch, dass du mal alles sehen kannst. Jawohl! Gut, Kurt. Aber Papa, bei den Grüßen müssen alle singen. Da müssen wir helfen, aber erstmal mal das kleine Kurt. Ja, aber dann kann man so hinlegen. Ja. Mensch, was ein Wahnsinn, oder? Guck mal, weißt du, was das ist? Nein. Das ist für dich zum Klettern. Guten Morgen, Leute. Ich hatte 2 Stunden Schlaf oder so.
Wir haben jetzt 6:20 Uhr. Und meine Mutter fährt mich jetzt zum Bahnhof. Dann geht es für mich nach Frankfurt und von Frankfurt aus nach Amsterdam. Ja, hier laufen auch kaum Leute lang irgendwie. Wir sind jetzt 1,5 Stunden gerade Auto gefahren und ich bin wirklich so tot, Leute, ihr glaubt das gar nicht. Ich habe heute Nacht 2 Stunden oder so gepennt, einfach weil mein Schlafrhythmus, wie gesagt, ein bisschen im Arsch ist. Und im Flugzeug konnte ich nicht so richtig pennen, weil die Maschine war so mini und so unbequem. Und ja, dann war ich die ganze Zeit unterwegs. Wir waren im Apple Store, haben uns das Ganze zu Trade N angeschaut. Ich habe mein Handy recyceln lassen. Ein altes, was nicht mehr ging. Und dann waren wir noch was essen und einen Kaffee trinken. Und jetzt sind wir endlich im Hotelzimmer. In 1,5 Stunden geht es dann zum Dinner. Eine kleine Roomtour. Wir sind hier im Zimmer. Ich finde das so cute. Ich mache mal so, damit man es ein bisschen erkennt. So den Vibe vom Zimmer. Es gibt einfach so ein riesen Fenster über meinem Bett. Ich finde es richtig, richtig cute. Ich war jetzt noch nicht im Bad tatsächlich. Das Bad auch richtig schön. Ich lieb's. Ich werde mich jetzt komplett nochmal abschminken. Beziehungsweise alles außer meine Wimpern. Weil mein Make-up echt nicht mehr so clean ist. Also über den Tag wird das so schmierig alles. Seht ihr das? Ich habe so trockene Haut und es ist so hässlich. So, Freunde, ich bin wieder zu Hause und es waren einfach unglaublich aufregende Tage. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Ich habe super viel erfahren und gelernt und ich bin einfach unglaublich dankbar, dass ich das alles mit Apple erleben durfte. Und ich denke, viele von euch haben super viele Fragezeichen im Kopf und verstehen nicht so ganz, was hat die Emma jetzt da genau gemacht in der Nähe von Amsterdam? Warum war sie da? Was hat das alles miteinander zu tun? Das werde ich euch jetzt alles genauer erklären und auch zu den verschiedenen Prozessen, weshalb wir auch da waren, Videos einblenden, weil ich finde das voll schwer zu verstehen, wenn man nichts vor Augen hat. Deswegen war ich auch da und habe euch alles genau abgefilmt und jeden Prozess und jeden Schritt gezeigt und ich versuche es euch so gut wie möglich zu erklären, weil es einfach sehr, sehr viel war und sehr viel Input war. Das muss ich auch erstmal alles verarbeiten. Der Grund, weshalb ich da war, war eigentlich Nachhaltigkeit, Umwelt, generell wie diese ganzen Prozesse gerade bei Apple ablaufen. Apple ist ein Riesenkonzern und wir wissen alle, wir haben unglaublich viele Handys, die im Umlauf sind und auch super viele Handys. Wenn ihr mal Zahlen wissen möchtet, zum Beispiel rund um die 210 Millionen Handys, die einfach nur rumliegen zu Hause, in der Schublade, irgendwo verstauben, obwohl sie einfach noch weiterverwendet werden können. Und ich finde das sau wichtig zu erzählen, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, was man noch mit den alten Handys machen kann, ob recyceln oder dass die Handys einfach weiterverwendet werden können und ihr noch eine Gutschrift von Apple bekommt. Und um das alles zu verbildlichen, war ich in Amsterdam und durfte mir das alles genauer anschauen. Ich war zuerst in einem Apple Store und habe euch sozusagen diesen Prozess von Trade-In genauer gezeigt, weil ich habe selber ein altes Handy mitgebracht und habe dort diesen Wert ermitteln lassen. Ihr könnt also über Trade-In euer altes Gerät gegen eine Gutschrift eintauschen, sodass dieses Gerät von Apple aufbereitet wird und sozusagen weiter genutzt werden kann. Ihr könnt diesen Eintauschwert ganz einfach ermitteln lassen in einem Store oder auch online. Und wenn sozusagen nichts bei rumkommt, also euer Handy zum Beispiel komplett kaputt ist oder es zum Beispiel älter als das iPhone 7 Plus ist, dann kann man es nur recyceln lassen. Ich habe den Wert meines Handys auch ermitteln lassen. Bei mir sind 0 Euro rausgekommen. Mein Handy war aber auch extrem geschrottet. Man konnte das nicht mehr bedienen, was natürlich schlecht zum Weiterverwenden ist. Dementsprechend habe ich es kostenlos recyceln lassen. Und dann ging es am nächsten Tag zu Daisy. Dazu werde ich euch jetzt gleich ganz viele Videos einblenden. Es war super spannend und es war einfach beeindruckend, was Apple dort entwickelt hat
und wie das alles Schritt für Schritt auseinandergebaut und recycelt wird. Ich finde das so krass. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, wo mein altes iPhone hingekommen ist. Kommt mal mit. Funktioniert also ein altes Handy gar nicht mehr, kann es über Apple recycelt werden. Und damit helfen wir einfach, wichtige Ressourcen zu schonen. Jetzt kommen wir zu Daisy. Daisy ist nämlich ein Demontageroboter, der von Apple entwickelt wurde, um iPhones effizient zu demontieren. Was dabei auch wichtig ist, ist, dass wertvolle Materialien, wie zum Beispiel seltene Erden, rückgewonnen werden und nicht wie in den anderen Recycle-Prozessen zum Beispiel verloren gehen. Und ich fand es einfach so krass, wie genau diese verschiedenen Materialien getrennt wurden und wie diese verschiedenen Prozesse abgelaufen sind. Am Anfang sind die Handys da durchgelaufen, wurden von der Daisy geschnappt und es wurde erstmal das Display abgemacht. Im zweiten Prozess wurde dann die Batterie auf minus 70 Grad runtergekühlt, was ich fand das so spannend zu sehen, was es einfach für verschiedene Prozesse da gab. Dann wird das Handy mit so einem Hammer, fand ich voll witzig, dreimal so geschlagen, dann ist die Batterie rausgefallen. Im nächsten Prozess wurden zum Beispiel die Schrauben rausgestampft. Ich fand es einfach so überwältigend, was Daisy oder was Apple da erschaffen hat. Ich habe dann beim Rundgang auch mal gefragt, wie lange denn die Daisy eigentlich arbeitet, weil da natürlich auch immer wieder Leute nach dem Rechten gucken und so weiter. Und mir wurde einfach nur gesagt, am liebsten würde die Daisy 24/7 die ganze Nacht, den ganzen Tag durcharbeiten. Aber es gibt zu wenige Leute, die ihre Handys abgeben und recyceln lassen. Und das ist jetzt der wichtige Punkt. Apple möchte nämlich bis 2030 CO2-neutral werden und am besten gar nicht mehr auf Ressourcen zugreifen müssen, sondern nur noch auf recycelte Materialien. Und dabei ist natürlich auch die Langlebigkeit der Produkte super wichtig, weshalb Apple gerade sehr, sehr viel dafür macht, dass Produkte sehr langlebig und robust sind beim Hinfallen im Wasser. Deswegen wird sehr, sehr viel mit verschiedensten Arten von Situationen geforscht, dass das Produkt am Ende so langlebig wie möglich ist, dass einfach so viel wie möglich Ressourcen geschont werden. Als ich dieses Briefing bekommen habe oder als ich auch im Store war, ist mir erstmal so richtig bewusst geworden, wie viel Apple schon für die Umwelt tut, was man einfach gar nicht so mitbekommt, womit man sich vielleicht auch einfach privat gar nicht so beschäftigt. Das neue MacBook Air zum Beispiel, was ich hier in der Hand halte, ist das erste Apple-Produkt mit einem Recycle-Anteil von 50%. Das ist die Hälfte und darunter zum Beispiel ein 100% recyceltes Aluminiumgehäuse und das finde ich einfach... Puh. Auch bei der neuen Apple Watch zum Beispiel kann man sich für eine CO2-neutrale Option entscheiden. Um einfach mal Zahlen zu nennen, Daisy könnte 1,2 Millionen Handys pro Jahr demontieren, wenn genügend Leute ihre Handys einfach zum Recyceln freigeben würden. Und wie bereits gesagt, ihr könnt entweder etwas Gutes für die Umwelt tun, wenn ihr es recyceln lasst, oder ihr könnt sogar noch eine Gutschrift von Apple bekommen. Also go for it. Ich weiß, wie viele Handys ihr zu Hause rumliegen habt. Macht was Gutes für die Umwelt. Und ja, das war es eigentlich schon mit meinem Video. Ich hoffe, ihr fandet es genauso interessant. Ihr könnt mir immer gerne auf Instagram schreiben bei Fragen oder gerne in die Kommentare. Ich habe euch ganz doll lieb und wir sehen uns beim nächsten Video. Muah!